Name ist Sylvain Engel und ich habe mein Praktikum in BMA Programmschau an der Linkerstraße gemacht. Der Ausbildungsberuf heißt Einzelhandelskaufmann. Die Arbeitszeiten waren von 8 bis 2 und von 10 bis 4. Die Tätigkeiten waren Ware vorziehen und einsortieren. Wir sind hier in der Kaffee-Tee-Abteilung und hier ist dann der Karton, den muss ich jetzt rausholen. Was macht diesen Betrieb für Schüler so besonders als Ausbildungsbetrieb? Ja, ich glaube, es ist sehr abwechslungsreich. Man lernt viele verschiedene Abteilungen kennen, der Kundenkontakt, den Verkauf. Wie sind die Arbeitszeiten im Betrieb? Es gibt die Frühschicht und die Spätschicht. Die Frühschicht geht von 6 Uhr bis 14 Uhr und von 14 bis 20.15 Uhr. Findet die Berufsschule mit wöchentlicher oder als Blockunterricht statt? Wöchentlich. Also mein Auszubildender hat Montags- und Donnerstagsschule und im zweiten Ausbildungsjahr dann halt noch einmal die Woche. Welche Aufgaben hat man in diesem Beruf? Ja, verschiedene Tätigkeiten. Ne? Man lernt das Backen, wie man die Ware verräumt, wie man sie vorzieht, was du ja jetzt auch schon die Woche gemacht hast. Bestellungen lernt man dann auch im zweiten Ausbildungsjahr, wie man eine Kasse abrechnet, wie man sie einzählt, ja, verkaufen. Welche Fächer sind wichtig? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen Mathe, Deutsch und Englisch. Englisch, weil es ja auch viele ausländische Kunden gibt, dass man auch mal Englisch versteht und sich dann verständigen kann. Ja, Mathe für die Kasse auf jeden Fall und Deutsch, ja. Welchen Abschluss braucht man dafür? Also ich würde sagen Realschulabschluss würde oder erweiterten Hauptschulabschluss. Welche soziale Kompetenz? Ja, man muss auf jeden Fall offen, freundlich sein, selbstbewusst, den Kunden auch ansprechen und auch mit den Kollegen miteinander, Zusammenarbeit, Teamarbeit.